Die Terrasse der Familie Meersmann in Stuttgart. Direkt neben der Treppe zur Tiefgarage gelegen, ist sie alles andere als ein ruhiges Plätzchen. Melanie Meersmann wünscht sich einen Sichtschutz aus Rangpflanzen. Die wollen aber bei ihr einfach nicht klettern. Ein kurzer Blick noch von der Terrasse aus und Walter Löffler ist überzeugt. Wir machen hier einen Sichtschutz hin. Okay, dann schauen wir uns diese Konstruktion an, wie wir das bauen. Bei näherer Betrachtung wird schnell klar, dass die Balken der Pergola zu morsch sind, um eine Ranghilfe für Pflanzen daran zu befestigen. Ja, also im Prinzip müssten wir es dann echt komplett austauschen. Die Pergola muss neu gebaut werden. Walter nimmt Maß und Melanie schreibt eine Einkaufsliste. Die Balken besorgen Walter und Melanie im Sägewerk. Dort lässt die Auswahl an Holz keine Wünsche offen. Melanie möchte die Balken nicht streichen, darum entscheidet sie sich für Douglasienholz. Das wird mit der Zeit silbrig-grau und ist extrem witterungsbeständig. Melanie ist begeistert und der Gärtner staunt. Es riecht gut. Erst als das wohlriechende Douglasienholz in Walters Auto verladen werden soll, bekommen die beiden ein Problem. Scheiße. Ich meine, schade. Walters Auto ist zu klein. Aber dank der Hilfe eines freundlichen Handwerkers, der den Transport übernimmt, kommen die Balken dann doch noch in den Garten der Familie Meersmann. Dankeschön. Tschüss. Nett. Nette Menschen. Yes. Die morschen Fichtenbalken sind schnell abgebaut. Das alte Holz dient noch als Muster. Die Balken legen Walter und Melanie exakt nebeneinander. Dann zeichnen sie Löcher und Nuten an. Diese sägen sie dann in dem neuen wetterbeständigeren Holz aus. Also muss man überhaupt nicht imprägnieren, streichen, nee, gar nichts. Überhaupt nicht. Das kriegt das Harz noch ein bisschen nach. Mhm. Und wie gesagt, wenn es dann erstmal diese silbergraue Schicht drauf hat, ist es fast besser als jede Imprägnierung. Inzwischen ist Töchterchen Johanna aus dem Mittagsschlaf aufgewacht und hilft mit. Als Streben der neuen Pergola haben Walter und Melanie Aluminiumstangen gekauft. Diese werden einfach in vorgebohrte Löcher zwischen die Balken eingesetzt. Walter hat die Löcher leicht versetzt gebohrt. So verkanten sich die Stangen und müssen nicht extra befestigt werden. So. Das hält ja. Aus dem Verschnitt der Holzbalken bauen Melanie und Walter dann Gewichte für die Rankhilfen. Die Holzreste hängen sie mit Drahtseilen an die Balken der Pergola. Sie dienen später als Rankhilfe für Walters Kletterpflanzen. Die Pergola ist fertig und Walter kann sich jetzt um die Pflanzen kümmern. Die Hortensie war vorher fast nicht zu sehen. Jetzt reicht sie fast über die ganze Pergola. Guck mal hier, die kommen hier alle wieder runter. Boah, ist ja voll das Laubenfeeling. Bis hierher wachsen wir gleich. Damit der Wind die Zweige nicht wegbläst, befestigt Walter sie mit kleinen Ringen an den Streben. Beim Begrünen der Pergola tauchen echte Schätze auf. Wahnsinn, das ist ja, das trägt echt wirklich schwer an den Trauben. Es ist ein Jammer, dass sie bis jetzt nur am Boden rumgelegen haben. Damit sich die Zweige des Weines beim Wachsen nicht verletzen, benutzt Walter zum Befestigen eine elastische Kunststoffschnur. Das ist jetzt genau das, was ich meinte. So, dann pflanzen wir jetzt als erstes gleich die Wisteria und den Blauregen hier an die Säule hin. Bei dem Blauregen ist es ganz wichtig, dass man den richtig rumdreht, um die Rankhilfe. Ja. Wenn man sie falsch rumwickelt, dann wächst sie nicht mehr. Die bleibt einfach stehen, wird nicht größer. Man wundert sich und die muss wirklich gegen den Uhrzeigersinn nach oben wachsen. Also jetzt für diesen etwas kritischen Standort da unten, wo fast kein Licht mehr hinkommt und auch die Erde super schlecht ist, können wir es versuchen mit einem Knöterich. Mhm. Der blüht eigentlich auch ganz schön. Ja. Man kann nicht sagen, dass das nicht wirklich hübsch wäre. Und der ist absolut anspruchslos. Ist der immer grün? Nee, gell? Nee, leider nicht. Aber wenn der einen guten Platz hätte, dann wächst er in einem Jahr 10, 12 Meter. Das ist Wahnsinn, was der an Strecke hinlegt. Und der macht es hier auch. Ich denke mal, der schafft es hier. Anspruchslos ist auch der Winterjasmin. Seine kleinen gelben Blüten gehen zwischen Dezember und Januar auf und bringen so selbst in der Weihnachtszeit Farbe auf die Terrasse. Die Zweige flicht Melanie einfach in die Seile der Rankhilfe. Also diese hochgezüchteten Sorten, beim Pflanzen aller Klimatis an einem Baum hat Melanie dann aber Bedenken. Wenn man die um so einen Baum sich ranken lässt, ist das für den Baum nicht schädlich? Für den Baum nimmt es ein bisschen Licht weg, aber eigentlich hält er das aus. Also dem Stamm macht das nichts aus? Dem Stamm macht das überhaupt nichts aus. Also bei den Pflanzen, die man nicht genau dahin setzen kann, wo sie hochwachsen sollen, muss man sie einfach schräg anlegen. Man lässt die Stäbe dran, man stäbt sie an eigentlich
und dann kommen sie wirklich dahin, wo sie dann loswachsen. Sonst kommen die nie oft in die Höhe, in die Vertikale rein. Während Melanie noch die schönen Blüten bewundert, dekoriert Walter Löffler die Rankhilfe. Und Jochen Mersmann testet schon mal den Blick von außen. Das sieht schön aus. Das Labenfeeling ist perfekt. Der gemütliche Teil des Abends kann beginnen. Die Alustangen haben im Baumarkt 25 Euro gekostet. Die Balken im Sägewerk noch einmal 85 Euro. Für die Pflanzen und den Sichtschutz hat Walter Löffler dann noch einmal ca. 300 Euro bezahlt.